Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich im ältesten Windpark des Saarlands unterwegs, dem Windpark Freisen oder auch Windpark Saar. Hier gingen 1994 die ersten Anlagen ins Netz. Heute sieht natürlich alles ein bisschen anders aus, weil zwischenzeitlich auch ein Repowering stattgefunden hat. Aber das ist ein Windpark, den ich sehr gut kenne, wo ich auch die Entwicklungen seit meiner Kindheit ziemlich gut verfolgt habe. Und deshalb bin ich heute einfach mal hierher gefahren, um das Ganze mal zu dokumentieren. Ja, der Windpark steht direkt auf der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Saarland. Einige Anlagen, die man jetzt hier sieht, stehen im Saarland, andere stehen in Rheinland-Pfalz. Genau, was haben wir hier alles? Hier hinten haben wir 3 E82. Dann hinten dran haben wir N90, Nordex N90 auf Gittermast. Die beiden Anlagen stehen schon wieder in Rheinland-Pfalz. Windpark Eckersweiler. Dann da hinten ist eine Vestas V136, die steht auch in Rheinland-Pfalz, die gehört zu Reichweiler, das ist ein Ort, liegt hinten im Loch, im Tal. Dann haben wir hier noch eine V90 auf 105 Meter Turm und da noch eine V90 auf 125 Meter Turm. Die macht ganz schön Krach. Da hört man echt krass die Lüftung. Es ist mega heiß heute. Ich glaube, es hat 30 Grad. Bin ja auch bekloppt, dass ich bei dem Wetter hier rumrenne. Aber ist halt mein Hobby. Hier sind die beiden Anlagen. Nordex S77. Links die auf 100 Meter Nabenhöhe. Weiter unten die 85 Meter Nabenhöhe. Die stehen beide in Rheinland-Pfalz, also da vorne läuft direkt die Grenze vorbei. Die gehören irgendwie zum Windpark Freisen, aber dann irgendwie gehören sie doch zu einem anderen Windpark, Berschweiler. Da bin ich mir nicht so genau sicher. Jo, hier hinten stehen dann noch 2 E101. Die sieht man jetzt nicht so gut. Da muss ich gleich mal noch ein bisschen näher gehen. Ja, jetzt mal vielleicht was zur Entwicklung des Parks hier. Ganz früher standen hier hinten, wo die E82 stehen, standen 5 Vestas-Anlagen. Hier hinten bei der E82 stand die allerkleinste, das war eine V27, 225 kW. Die wurde als erstes durch die E82 ausgetauscht, 2008. Und 2012 hat dann hier ein großes Repowering stattgefunden. Da wurden dann, wo jetzt die anderen beiden E82 stehen, standen Vestas V39 und 44, 4 Stück, wurden die ausgetauscht. Und jetzt, wo die Vestas hier steht, standen 3 D-Wind D6. So zwischen der Vestas und der anderen Vestas. 3 D-Wind D6. Und wo die E101 standen, die 2, standen 4 Nordtank 500 kW und eine Neck Micon. So, hier sieht man jetzt nochmal die beiden E101. Die drehen sich natürlich, auf die ist Verlass. Vestas steht. Genau, hier standen die Nordtank, 4 Nordtank NK500, 500 kW und bei der hinteren E101 noch eine Neck Micon 1500 kW. Hier drüben nochmal die Anlagen im benachbarten Windpark, da steht noch eine Nordex N100. Das ist das Gamma. Generation Gamma ist das, glaube ich. Hier nochmal die S77.
Ja, der Windpark Freisen, der besteht aus mehreren Teilen. Da haben wir einmal den Windpark hier auf der Freisener Höhe. Hier die V112 gehört noch dazu. Und dann hier hinten stehen auch noch Anlagen. Da haben wir auch nochmal eine V112, ganz links. Und im Hintergrund dann Nordex oder Südwind S70 gehören auch dazu. Und diese E82 gehört auch noch dazu. Hier hinten stehen auch noch zwei D-Wind D6. Da werde ich auch gleich mal noch hinfahren. Auf der linken der beiden Anlagen war ich nämlich mal drauf, als kleines Kind. Da gibt es noch einige Erinnerungen dran. Deshalb will ich da noch mal gerne hin. Ja, und der zweite Teil des Windparks liegt hier hinten. Da stehen auch nochmal zwei V112 und seit 2019 ganz neu zwei V136 auf 166 Meter Nabenhöhe. Das ist dann Freisen, Rotsberg und Mühlenberg. Genau. Hier hinten sind auch noch andere Windparks. Hier stehen einige Enercon-Anlagen rum. Ja, Wind ist wie gesagt, die Sonne knallt echt und es geht echt sehr, sehr, sehr wenig Wind. Aber auf die Enercon-Anlagen ist immer Verlass. Die drehen sich immer. Wenn alles andere steht, dreht sich Enercon. Obwohl, ja, da hinten die E82 stehen auch. Naja, aber wenn es dicke auf dicke kommt, dann dreht sich Enercon. So, jetzt stehe ich hier mal im Schatten von der E101. Das ist echt abartig heiß. Hier hat man nochmal einen guten Überblick über den Windpark. Jo, hier hinten steht alles. Es geht einfach zu wenig Wind. Einfach zu heiß. Auch die E82 stehen. Die V90 hier, die macht echt komische Geräusche. Also fängt langsam geht's wieder ins Netz, trudelt so ein bisschen. Macht die ganze Zeit irgendwie so ein Schiff, wie so ein Tanker. Hier die V136 läuft auch wieder an. Ich bin mir unsicher, ob es eine V126 oder eine V136 ist. Ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass es eine V136 ist in der Zeitung. Aber im Internet steht V126, aber im Internet steht auch viel Mist. Also gerade so windpower.net, da steht echt viel falsches Zeug. Da vertraue ich dem nicht so ganz. Jo, hier stehen auch nochmal Nordex N90 auf Gittermast. Das ist Windpark von Linden. Stehen auch. Hier die schöne E101. E101 ist auch eine geile Anlage, die mag ich echt gerne. Und ich finde es krass, obwohl jetzt relativ wenig Wind geht und fast alle anderen Anlagen stehen, läuft die eigentlich noch relativ gut. Bin ich überrascht. Auch da hinten die. Ist mir schon öfters aufgefallen, dass wenn hier oben alles steht, die E101, die laufen immer. Ja, hier hinten sieht man dann nochmal den anderen Windpark, wo ich noch hin will. Das Windpark Wolfersweiler. Das ist auch im Saarland schon. Und ja, zu den D-Wind D6 da hinten will ich gerne noch hin. Hier hinten nochmal die großen V136. Das sind echt Monster, ey, mit dem 166 Meter Turm. Aber auch die trudeln langsam vor sich hin. Ja, hier hinten nochmal ein Blick ins Saarland. Da stehen auch jede Menge Windräder, so im Kreis St. Wendel.
Da, das muss der Hauptpass weiter sein mit Nordix N90. Genau, was ist das? V90? Ich weiß jetzt nicht genau, was da steht. Ja, ich glaube E82 auch dabei. G. Keine Ahnung, was hinten alles rumsteht. Ha, was man hier auch sieht, hier ist die Einflugschneise oder der Militärflughafen. Die Airbase Rammstein ist hier in der Nähe. Hier sieht man so riesige von der Air Force sieht man da hier so riesige Cargo-Flugzeuge. Die fliegen hier den ganzen Tag schon bei uns ums Haus. Und auch Düsenjets, also ja, hier im Südwesten geht halt viel mit Militär. Also die US Airbase Rammstein ist hier in der Nähe. Baumholder, wo ich herkomme, gibt es einen großen Truppenübungsplatz. Ja. Also echt ein cooler Windpark. Aber es ist schon krass, wie es über die Jahre so entwickelt hat. Vorher standen hier die ganzen kleinen Anlagen und 2012 fand hier das Repowering statt, das große Repowering. Ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her. Das, ja, das ist schon krass. Die Nordix-Anlagen hier sind von 2007. Da hatte ich nämlich die letzten Tage noch einen Flyer von dem Einweihungsfest gefunden. Da war ich damals dort. Die sind von 2007. Und die wurden gleichzeitig mit den Anlagen in dem Windpark hier gebaut. Das sind 3 N90 auf Gittermast. Die dritte Anlage ist ein bisschen niedriger gelegen. Die sieht man jetzt hier nicht so gut. Ja. Hinten stehen auch nochmal. Das ist das Windpark Weiersbach. Da stehen auch E82 und E92. Und noch G. G 1,5 Megawatt. Genau, dann war es hier von der Freisener Höhe. Und ich werde jetzt mal weiterfahren zu dem anderen Windpark hier, weil ich gerne mal zu den D-Wind D6 will. Mal gucken, wo ich damals drauf war. Und genau, dann melde ich mich einfach gleich nochmal vom Windpark Hahnweiler ist es dann.